Umbra Light haben wir hier. Die kräftige Ameise. Sind jetzt hier bis 1719 angekommen. Also recht low. Und jetzt wollen wir hier natürlich mal wieder raufklettern. Oh, Aerial Specialist mit Steelboy Crawler. Marksmith Specialist mit Arclight Stormcaller. Ich nehme das. Ich hab Bock auf Angriff. Idealerweise, weil wir hier natürlich Aerial Specialist sind, mit UFOs dazu. Oh, jetzt hat er hier Phönixe. Das passt natürlich überhaupt nicht in meinen Plan rein. Mach ihn da. Reagiere ich da jetzt überhaupt drauf? Den Schaff räumen wir schon richtig schlecht weg. Ah. Ich nehme trotzdem mal zwei Marksmen dazu. Wir machen das jetzt mal. Stellen wir jetzt hier hin. Die Seite ignorieren wir jetzt mal hier komplett. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, er ist hier Giant Specialist. Auch das kann sehr unangenehm sein. Was uns jetzt hier natürlich entgegenkommt, ist, dass er breit aufgestellt ist. Von daher haben wir zumindest die Chance hier, den Tower zu erreichen. Schaff ist zu viel da. UFOs werden eventuell hier von den Phönixen direkt gekontert. Ich hoffe trotzdem mal. Ja, jetzt kriegen wir hier den Tower. Aber es sind immer noch zu viele Crawler da. Deswegen können unsere Marksmen hier nicht funktionieren. Ich hoffe, dass unsere UFOs hier den Schaff schnell genug wegkriegen. Und dass wir dann ja immer noch so viele hier. Ich dachte, wir kriegen jetzt zumindest die hier. Kommt schon. Ah, es könnte. Könnt's noch hinhauen? Ne, der ist hier noch abgelenkt. Na. Knapp, knapp. Ist aber noch besser ausgegangen, als ich dachte. Oh, Lasersight. Und Nano Repair Kit. Ist beides super. Wir nehmen hier aber das Lasersight. Weil ich glaube, Range ist ein bisschen entscheidender. Und dann setzen wir das hier drauf. Dann soll der hier nach vorn düsen. Und normalerweise, da braucht man jetzt nicht zu sehr Angst zu haben vor den Phönixen mit dem UFO. Weil, ja, die oft hier auf den Schaff schießen. Machen wir was mit der Rakete. Ich glaube nicht. Können uns jetzt hier kein Schutz leisten. Er nimmt auch Lasersight. Ich bin mal gespannt. Oh, er stellt jetzt hier die Fangs von hin. Das ist ganz okay. Ich meine, hier werden wir hoffentlich schnell durchbrechen. Was wir hier defensiv machen können, ist eventuell dann mal ein UFO hinstellen. Das ist recht kosteneffektiv. Da kann er hier nicht viel machen. Na ja, okay, jetzt nimmt er hier die Crawler. Das heißt, er wird jetzt hier diese Runde gewinnen. Aber hier spekulativ eine Rakete oder da eine Rakete hinzustellen, ich weiß nicht. War jetzt irgendwie auch nicht so meins. Ist nur schade, dass die jetzt hier super schnell rankommen und dann sieht es halt echt schlecht aus für uns. Also nicht nur schlecht, es ist halt dann garantiert verloren, die Runde. So, sie kommen aber trotzdem hier recht spät. Gegen Crawler allein kann man natürlich. Oh, vielleicht kriegen wir den Tower hier sogar noch. Kommt schon. Nein. Lass nach, komm, Debuff. Schade. Ja, gegen Crawler allein kann man hier natürlich wunderbar eigentlich einfach nur ein Tower-Upgrade wählen. Okay, was machen wir jetzt hier? Overlord, Mustang. Mustang ist gar nicht so schlecht. Problem ist nur, wenn er dann einen Giant stellt. Was wir aber auch machen können, ist hier ein Level 3 Rhino zu stellen. Fällt mir gut. Fällt mir gut. Machen wir. Stellen wir direkt hier hin. Dann holen wir noch ein Beacon. Na, wo ist der Beacon? Direkt rein. Ich frage, wollen wir hier ein Upgrade wählen? Wir nehmen ein UFO, hätte ich gesagt. So auf diese Weise. Wie geplant. Dann könnten wir hier theoretisch auch noch ein bisschen was abziehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Wir könnten. Eigentlich will ich noch ein UFO.
Haben wir jetzt nicht. Ich nehme hier immer noch ein bisschen spätere Crawler. Und wisst ihr was? Dann nehmen wir hier einfach Crawler hinten. Dann wird hier auch noch ein bisschen was abgezogen. Wir können hier vielleicht schneller durchflitzen. So ist der Plan. Auf geht's. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ah, und den Skorpion. Das ist natürlich ein guter Konter hier gegen unseren Brocken. Wobei, der braucht prima den Down. Wenn der Splash hier nicht noch auf die Balls geht, ja, das hat gut funktioniert. Jetzt müssen wir nur hier noch auf den Tower. Aber wieder alles abgelenkt. Die Marksmen hier hinten sind gar nicht so schlecht, ne? Bedauerlicherweise bleibt hier wieder was stehen. Und jetzt hat hier unten auch noch Crawler. Wir sind Level 2. Okay, okay. Supply, Tech. Tech Specialist brauchen wir. Stellen wir unten noch ein UFO hin, was dann später dazukommt. Wir müssen halt auch aufpassen, dass wir hier nicht zu wenig Druck machen. Ja? Wir müssen also hier auch noch rein mit allem. Das hier hin. Die können wir für diese eine Runde auch nochmal wegbomben. Das finde ich ganz okay. So, jetzt ist die Frage. Tech Specialist. Wählen wir hier gleich Range aus? Ich glaube, das ist wichtig. Andererseits will ich auch gleich noch ein UFO haben. Mhm. Hier Level zu vergeben macht gar nicht so viel Sinn. Ist die Frage, ob wir die hier verkaufen. Ich fand die jetzt gar nicht so schlecht. Hier stirbt auch ziemlich viel Schaft. Ich glaube, wir werden sogar die beiden Marksmen hier leveln. Die haben von hinten immer dann drauf geschossen. Jetzt ist der Schaff verschwindet hier recht schnell. Und die kümmern sich dann hier um den Rest, hätte ich mal gesagt. Oh, wir müssen schnell noch ein Beacon benutzen. Und jetzt können wir hier natürlich vorbei navigieren, grundsätzlich gesehen. Aber ich finde das ganz gut, wenn die hier alle zusammen direkt da drauf gehen. Das finde ich hervorragend. Gucken wir mal. Hm, Rakete. Nimm die hier weg. Okay. Können wir die eventuell sogar verkaufen. So. Jetzt gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Überhaupt nicht. Der kriegt auch nicht viele Schüsse los. Was machen wir hier? Hier noch eine Rakete. Schwierige Situation. Und Coating. Ich habe eine Idee. Es wurde ja mal gegen mich gespielt. Wie wär's, wenn wir den hier mit Final Blitz spielen? Die können wir, denke ich, verkaufen. Das würde eventuell hier fast jede Runde dagegen machen. Dann verabschieden wir uns hier mal von den Balls. Können wir hier natürlich auch machen. Ich denke aber, wir brauchen hier nochmal Range. Dann machen wir einfach weiter. Die hier hinten sind halt auch ein bisschen nervig. Die lassen wir hier noch mit reinbeamen, hätte ich gesagt. Okay. Also ich hoffe nicht, dass wir das hier jetzt verlieren. Da hinten. Normalerweise sollte das ja eigentlich nicht der Fall sein. Jetzt gucken wir mal. Also er stellt hier wieder eine Rakete. Und ich... Oh. Je nachdem. Also wenn der jetzt hier auf den fokussiert, dann ist natürlich doof. Wenn der hier aber direkt reinrennt, dann nimmt der hier alles auseinander. Deswegen, wenn wir hier noch ein bisschen hinstellen, dann kann es sein, dass der halt da drauf geht. Ja, aktuell geht er hier drauf. Der könnte dann auf den gehen. Der könnte nicht funktionieren.
Mal gucken. Vielleicht rennt er schnell genug. Komm jetzt hier zumindest mal rechtzeitig ran an die ganze Chose. Ja, der hat das jetzt hier rausgenommen. Sehr schön. Das funktioniert hier immer noch nicht so gut. Vielleicht mit Achtershot? Ah, wir könnten ihm den Nuke drauf knallen. Und, aber dann vergeben wir hier richtig viel Geld. Andererseits wird er uns wahrscheinlich sonst einen Nuke drauf knallen. Wir probieren es mal mit der Nuke. Jetzt geben wir hier mal ein Level. Wir können es halt mit unseren Lufteinheiten hier nicht wirklich wehren. Den nehmen wir jetzt hier mit einmal raus. Da hat hier ja was nicht so ganz so gut funktioniert. Ich glaube, der... Soll der dann da trotzdem hinrennen? Ist die Frage. Vielleicht rennen wir hier auch anders. Vielleicht rennen wir hier rüber und dann dahin, weil hier ja die Nuke kommt. Ich glaube, wir müssen hier trotzdem ein bisschen Ablenkung noch schaffen. So auf diese Weise. Jetzt geben wir hier noch die Cannon aus. Reichweite. Ich hoffe, dass das klappt, meine Güte. Alles äußerst spekulativ. So, er bummt jetzt hier alles weg. Okay, ich meine, er kann sich's halt leisten. Das ist ein Play. Das ist natürlich langfristig nicht so gut, aber wenn es ihm jetzt hier diese eine Runde gewinnt, dann ist es natürlich gut, ja. So, komm schon, New, komm! Oh. Zu spät, zu spät. Der lebt noch. Okay, Nuke-Runde doch noch gewonnen. Aber halt knapp, ja. Und halt nur durch die Nuke. Overlords Hacker. Hacker bringt, glaube ich, nicht allzu viel. Ich meine, man kann das zwar immer probieren, grundsätzlich gesehen. Jetzt einfach noch die Overlords dazu. Dann lass mal die alle hier mit reinhuschen. Der bekommt noch ein Level. Den stellen wir hier auch hin. Kommt noch ein Level. Die müssen wir halt hier entweder mit Reichweite oder mit Ground Cannon spielen. Könnten auch das spielen. Photo Emission. Finde ich auch nicht schlecht. Photo Emission ist ganz gut, ehrlich gesagt. So, machen wir auf der Seite noch was oder halt nicht. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall wieder Speed. Der kann noch ein Level vertragen. Dann gehen wir. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich hätte ja tatsächlich gerne noch Replicate. Stimmen wir die einfach hier noch hin. Dann sollen die noch ein bisschen replizieren. So, was machen wir noch? Wir nehmen hier noch ein UFO. Stimmen wir das hin. Das kommt hier noch ein bisschen später mit dazu und gut ist. So, dann werden wir hier das vorne noch wegbomben. Macht das überhaupt Sinn? Nein, es macht keinen Sinn. 5 Sekunden haben wir noch. Schnell noch Reichweite erhöhen. Das drücken. Okay, auf geht's. Rein da. Mist, ich habe keinen Beacon gedrückt. Okay, auf geht's. Der ist richtig übel hier. Der macht uns fertig. Der heilt sich so hoch. Ja, wir haben hier seinen Tower bekommen. Aber den kriegen wir nicht gekillt. Okay, okay. Die Crawler hier waren ganz gut. Wie bitter hat das geklappt? Und die Marksmen hier. Schau dich das mal an.
Eigentlich brauchen wir noch Ground Cannon. Puh, also Iron Blast ist hier ziemlich gut. Das müssen wir hier irgendwie durchzimmern. Wir müssen hier anfangen, falls ihr hier halt, falls ihr hier ein Schild stellt. Und wir selber müssen, na, ich weiß gar nicht, wir fangen jetzt mal an hier. Der muss unbedingt schnell reinflitzen, ja. Das war ja super wichtig. Die sollen auch direkt draufgehen. So. Die müssen wir hier, glaube ich, nochmal leveln. Wir spielen auf jeden Fall Speed und Reichweite. Ich denke, die nochmal wegbomben. Die können wir leveln. Die später reinkommenden hier haben super funktioniert. Ich glaube, ich nehme nochmal so einen. Die sollen dann hier so reinlaufen. Ist die Frage, ob er hier das direkt gegen uns noch so spielt. Wie macht man das? Wollen wir hier noch ein paar Crawler hinstellen hinten? Aber wir haben hier doppelt Upgrades von denen. Ich glaube, wir brauchen noch so einen. Der könnte sogar ganz hier hinten hinkommen. Wenn er ein bisschen später dazukommt, ist das, glaube ich, richtig gut. So, die hier vorne können wir auch noch wegbomben. Ja, jetzt nehmen wir nochmal Attack. Ich hoffe, dass der hier jetzt gut sitzt. Oh Gott, ich bin mir total unsicher bei allem. Wollte jetzt auch schnell spielen. Probieren wir's. Auf geht's. Okay, ja. Er macht jetzt hier alles mit seinen Raketen. Und wir kommen hier nicht ran mit dem. Ah, Mist. Ganz knapp. Jetzt haben wir seinen Tower da down, aber es nützt nichts, weil der hier noch steht. Hier wollte ich eigentlich noch Ground Cannon vergeben. Ich kriege den nicht gekillt mit seinem Item. Wie viel Leben haben wir? 1600. Wie kriegen wir den gekillt? Eigentlich brauchen wir selber Melter. Ja, das was, wenn wir selber noch einen Melter stellen? Ja, das müssen wir halt machen. Das ist aber auch ultra böse gegen uns. Weil er kann sich hier einfach shielden und wir nicht wirklich. Beziehungsweise, hey, Moment mal. Das ist vollkommener Unsinn, weil er natürlich hier die hat, ja. Weil wir können Schilde damit kaputt machen. Ich glaube, ich hätte sie aber trotzdem nicht wählen dürfen. Hm, das war zu schnell gespielt. Gut, den nochmal upgraden. Hier könnten wir wiederum nochmal eine. Wir könnten eine Rakete spielen, damit die hier nicht abgezogen werden, ne? Ground Cannon. Und dann versuchen wir hier vielleicht rein zu flitzen. Mit dem Beacon insgesamt. Kann das funktionieren? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir trotzdem ein Schild stellen, dass er uns hier nicht so wegbombt mit dem Zeug, oder? Dass wir die Rakete hier aufhalten, die immer hier drauf geht. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. So, Speed haben wir ausgegeben. Das haben wir auch alles gemacht. Den geben wir hier noch ein Level. Das passt. Ah, ey, Verzweiflungstat. Er setzt das hier drauf. Okay, also immerhin schwächen wir hier seine Schilde damit. Und jetzt kommt der eventuell hier rechtzeitig ran, oder? Oh, der hat viel auseinandergenommen. Komm schon, die Ground Cannon hier. Ja, der ist down. Jetzt haben wir hier aber noch die anderen davon. Leute, das funktioniert. Manchmal muss man einfach nur richtig reinbuttern. Für mich ein bisschen schlecht. GG. Er hat gut gespielt, muss man sagen. Also der Multi-Melter mit diesem Absorption, das war ja mal ein Beast. I think anyway. Ha, ist es noch nicht mal vorbei? Das gibt's doch nicht. Was machen wir denn jetzt hier? Okay, wir müssen uns jetzt hier schnell entscheiden, wie wir jetzt hier weiter fortfahren. Wollen wir später Mustangs einfach reinfahren lassen? Wollen wir eine War Factory stellen? Die hier reinfährt, idealerweise.
denke, wir nehmen die War Factory. Die muss jetzt hier eigentlich mit vor und reinfahren. Weiß gar nicht, wie wir das machen wollen. Das geht so gar nicht. Die nehmen wir mal. Und dann hier halt eigentlich mit Reichweite habe ich auch. 450. Machen wir das mal. Die soll sich mal hier mit durchbrezeln. So. Ich denke, wir müssen jetzt hier noch Level vergeben. Dasselbe Manöver wie eben. Probieren wir einfach. Ich meine, was soll's? Der kommt noch dazu. Ah, Speed brauchen wir noch und Reichweite. Ja, hier, wer zuletzt lacht, ne? Hier setzen wir vielleicht tatsächlich noch ein Schild. Wie gesagt, dass er unser ganzes Zeug hier nicht rausnimmt. Hier brauchen wir jedes bisschen an Firepower, denke ich. Oh Gott, was ist, wenn er hier was macht? Nein, ich wollte hier noch eine Rakete setzen. Nein! Nein! Das hat uns das Spiel gekostet. Oh Gott. Das überleben wir nicht. Wie viel Leben haben wir? Wir haben ja nur 1000. Nein! Ich wollte noch. Ich wollte noch eine Rakete setzen. Ich habe noch gesehen, wir sind da angreifbar. GG. Hat er sich verdient, den Sieg. Muss man sagen. Was für ein Spiel. Und da sieht man es, ja. Hier war ich anfällig. Ich dachte noch, ich hätte hier was hinstellen müssen. Nein, zumindest ein bisschen was, das ja nicht rausgesniped werden kann. Jedes Mal. Und das hat es natürlich entschieden. Man hat ja gesehen, ohne diesen Debuff, ja, hätten wir ihn hier tatsächlich noch einmal überrollt. Er hat sich hier für die Mustangs entschieden. Die waren da gar nicht so gut, ja. Ja, ich meine, so kann es gehen. War halt ein gravierender Fehler. Der entscheidet es dann. Jetzt fallen wir hier wahrscheinlich unter die 1702. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.